Herzlich willkommen zum neuen Wissensquiz der Quizmama. Wie gut ist dein Allgemeinwissen? Teste es mit diesen 10 Fragen. Es ist super, wenn du schon viel weißt, aber es ist auch toll, wenn du mit jedem Quiz ein paar Dinge dazulernst. Deshalb abonniere am besten diesen Kanal und aktiviere die Glocke, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Das ist alles kostenlos. Du kannst das Video auch jederzeit pausieren oder in den Einstellungen die Geschwindigkeit ändern. Viel Freude! Auf die Plätze, fertig, los! Wie heißt die Hauptstadt von Südkorea? Peking, Tokio, Hanoi, Seoul. Die richtige Antwort lautet Seoul. Welcher Fluss fließt durch Paris? Garonne, Seine, Rhône oder Loire? Es ist die Seine. Welches dieser Tiere ist für die Verbreitung von Malaria verantwortlich? Floh, Zecke, Moskito, Wanze? Die richtige Antwort lautet Moskito. In welchem Land fand die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 statt? Deutschland, Frankreich, Brasilien oder Russland? Das war in Russland. Welches Wahrzeichen in Jerusalem gilt als heiliger Ort im Judentum? Felsendom, Klagemauer, Grabeskirche, Via Dolorosa. Es ist die Klagemauer. Welches Buch ist ein Werk von Albert Camus? Herz der Finsternis, Kabale und Liebe, Die Pest, Die Verwandlung. Albert Camus schrieb Die Pest. Welches Hormon wird von der Schilddrüse produziert und reguliert den Stoffwechsel? Insulin, Adrenalin, Thyroxin oder Cortisol? Die Schilddrüse produziert Thyroxin. Welches dieser Elemente ist ein Edelgas? Helium, Natrium, Chlor, Schwefel. Helium ist die richtige Antwort. Wie heißt diese Note? E, F, G, A. Es ist ein F. Welche Stilrichtung europäischer Kunst ist durch Prunk und Ornamentik gekennzeichnet und folgte auf die Barockzeit? Klassizismus, Rokoko, Romantik oder Impressionismus? B ist die richtige Antwort. Rokoko. Abonniere die Quizmama. Das ist kostenlos. Und so verpasst du kein Quiz mehr. Vielleicht hast du jetzt Lust, dieses Quiz noch auf Spanisch oder Englisch zu machen? Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Deine Quizmama.